Das neue Jahr mit einem Feuerwerk inklusive lautem Knall zu begrüßen, diese Zeit ist eigentlich vorbei. Doch an der deutsch-polnischen Grenze in Osinów-Dolny kann man wirklich immer sogenannte Polenböller kaufen. Dass die besonders gefährlich sind, das wissen die meisten. Aber was gestern Nachmittag an einem der Verkaufsstände passierte, verschlägt einem wirklich den Atem. Unser Reporter Sven Böttger hat sich heute Vormittag auf den Weg zur Fundstelle gemacht, auf der Suche nach Hinweisen zu dem vermeintlichen Tierhasser von Grimma. Mir natürlich allen Dankeschön, Sven Böttger. Für uns Erwachsene ist eine Busfahrt nichts Besonderes. Für Kinder ist das aber schon anders, erst recht, wenn sie noch nicht so oft allein gefahren sind. Und genau dieser Gedanke führt uns nun zu einer Geschichte, die ja eigentlich ganz normal angefangen hat, aber ungewöhnlich endete. Daran beteiligt zwei Jungs, 20 Euro und ein Busfahrer. So, sie wandern wieder. Wie jedes Jahr machen sich mit den ersten Sonnenstrahlen viele Frösche, Kröten, Unken und Molche auf den Weg in ihre Laichgewässer. Die Amphibien wandern dabei aber nicht ohne Gefahr. Oft trennt eine stark befahrene Straße die Winterresidenz der Tiere im Wald vom Sommersitz am Teich. Gott sei Dank gibt es Naturschützer, die dafür sorgen, dass die Kröten sicher über die Straße kommen. Viele Eltern bekommen ihre Kinder immer später. Da ist es mitunter gar nicht so einfach, die Kids mit ihren eigenen Groß-, geschweige denn Urgroßeltern aufwachsen zu lassen. Dabei können die Kleinen meistens viel von den Älteren lernen. Umso schöner, wenn sich eine neue Kita direkt neben zwei Seniorenheimen etablieren kann. Also ein Mehrgenerationenprojekt der besonderen Art. Auf unseren Straßen sind so viele Autos unterwegs wie nie zuvor. Etwa 44 Millionen. Laut einer Umfrage gilt das Auto noch immer als Statussymbol. Und knapp die Hälfte der Autobesitzer haben auch ein Traumauto. Egal, ob in der Garage oder auf einer Wunschliste. Was Männern gefällt, wenn sie ihren fahrbaren Untersatz auswählen und von welchem Auto eigentlich unser Autopapst träumt, das klären wir nach 17 Uhr in der Autozeit. Sie können Andreas Kessler aber jetzt schon anrufen und ihm Ihre Fragen rund ums Thema Auto stellen. Das geht natürlich auch per Facebook. Jetzt haben wir erstmal die neuesten Kurznachrichten aus der Region für Sie. Der Dresdner Kreuzchor musste erst 800 Jahre alt werden, um das erste Mal in der Festspielstadt Salzburg auftreten zu können. Keine Frage also, dass die Vorfreude bei den Jungs riesengroß ist. Aber auch die Anspannung. Das Debüt der Kruzianer bei den berühmten Salzburger Osterfestspielen wird bei allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Das Schöne ist, auch Sie haben etwas davon, denn wir haben den Kreuzchor bei seiner Reise begleitet. Möchte, der schaut zuerst das MDR Thüringen-Journal und geht dann zum Training. Das wär's doch. So ist es. Danke, Aline. Schöne Sendung und vor allem eine zackige Sendung. Ja, mach mal. Morgen, liebe Zuschauer, haben wir unseren Reporter Stefan Ganz bei uns zu Gast. Er berichtet ja immer mit Augenzwinkern über das, was er so erlebt hat, mit bewegenden Geschichten. Wir hoffen, Sie schauen rein bei uns. Hier geht es jetzt weiter mit MDR Aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und 16 Uhr haben wir sehr gern mit Ihnen eine Verabredung. Wäre schön, wenn Sie da wären. Bis dahin, tschüss. Ja, und das ist dann auch die gute Nachricht an der Tatsache, dass TBC noch immer nicht ausgerottet ist. Warum aber nehmen die Fälle zu und wie können wir das erkennen, was können wir dagegen tun? Darüber wollen wir jetzt mit einem der renommiertesten Wissenschaftler Mitteldeutschlands sprechen. Herzlich willkommen, Alexander. Zeit auf Sie gehört, wenn Sie schon so lange waren. Nicht nur auf mich, das waren viele, die das gesagt haben. Ihre Kollegen. Hat das jetzt aber für uns? Wir müssen davon ausgehen, dass Tuberkulose wieder eine richtig gefährliche Krankheit wird, so wie das bei unseren Großeltern war. Man muss demnächst wieder richtig Angst davor haben. Ja, also fragen Sie mal Ihre Großmutter oder Ihren Großvater, wenn die berichten Tuberkulose, daran wurde richtig gestorben früher. Ah, man kann sagen, er ist immer überall gern gefragt. Woher kommt dieses Interesse eigentlich an Seuchen? Ich glaube, Seuchen haben einfach was Gruseliges. So ein bisschen Schauer ist dabei. Weil das ist ja, zum Beispiel, wenn ich auch an H5N1 denke oder ja, ne, wie diese ganzen Ausprägungen heißen. Also das heißt, die verändern sich ja schnell. Wieso? Viren verändern sich sehr, sehr schnell. Wir begrüßen Frau Reissig aus Erfurt bei uns. Schönen guten Tag, Frau Reissig. Ja, schönen Tag. Mhm. Ich hätte eine Frage. Ich bin leider längere Zeit krank. Angefangen mit chronischer Asthma bronchialis, jetzt habe ich COPD. Mein Papa ist in den 70er Jahren in TBC verstorben. Wird das auswirken auf meine weitere Gesundheit oder was soll ich beachten? Ja. Dann alles Gute für Sie, Frau Reissig. Ja, vielen, vielen Dank. Weitere schöne Sendung wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Danke. Danke.
Eine andere Krankheit, die ja eigentlich die WHO im Jahr 2015 ausgerottet haben wollte, ist die Masern, ne? Mhm, ja. Aber das ist ja auch nicht der Masernerkrankten nimmt zu. Und das, obwohl es eben, Herr Professor Kekulé jetzt gesagt, eine wirksame Impfung tatsächlich dazu beitragen könnte, die Masern auszurotten. Also das ist ja dann auch schon fast paramilitärisch, wenn das bei Ihnen dann zu Hause ist. Das ist, wenn man einen Mikrobiologen zum Vater hat, das hat Vor- und Nachteile. Wir gucken mal auf das, was uns gerade in den letzten Wochen und Monaten ja auch beschäftigt hat und immer noch am Laufen ist. Zika ist ja nun kein neues Phänomen, aber trotzdem macht es jetzt gerade so viele Schlagzeilen. Warum? Die Fakten über Zika auch noch mal im Film zusammengestellt. Dass so ein Virus auch nach Europa schwappt, ne? Und natürlich dann irgendwie auch nach Deutschland. Kann man das ausschließen? Also ich denke jetzt auch an Ebola, ne? Das ist ja nun wirklich eine Krankheit gewesen, die extrem gewütet hat. 11.000 Tote, glaube ich. Mhm, ja. Da sind natürlich die Ängste da. Also